Samira widmet ihrem Malik einen Post. Ein Jahr alt bist du jetzt, unser kleiner Engel, schreibt Ex-Sommerhausbewohnerin Samira Zielinger bei Instagram. Sie und Ehemann Yassin feiern Sohn Maliks ersten Geburtstag und schwelgen in süßen Erinnerungen an den Tag, an dem ihr Schatz das Licht der Welt erblickt hat. Ich erinnere mich an die Geburt, als sei es erst gestern gewesen, egal, wie alt du wirst immer unser kleiner Sonnenschein bleiben. Wie die Zeit einfach vergeht, ich erinnere mich an die Geburt, als sei es erst gestern gewesen. Schreibt sie zu ihrem Post. Auf dem Bild läuft der Wonneproppen des Love Island Paares in die Arme seiner Eltern, in ihrer Story lässt sie die Geburt des Minis am 21. Dezember nochmal Revue passieren. Um 1 Uhr nachts ist einfach meine Fruchtblase geplatzt. Um 2.45 Uhr kam Malik dann, erinnert sich Samira. Und wo habe ich Malik bekommen? Nicht im Kreissaal, sondern im CTG-Raum. Auch Yassin erinnert sich an die hektischen Stunden kurz vor der Entbindung. Nun, ein Jahr später, gibt es zum Geburtstag des Kleinen eine richtige kleine Party, zahlreiche Ballons in Tiermotiven, viele Glückwünsche und eine dicke Winnie-Pooh-Torte obendrein. Ob er davon wohl schon so viel mitbekommt? Immerhin gibt's die Eindrücke seiner Party zumindest auf Mamas und Papas Handy in Videoform. Im Post widmet Samira außerdem liebevolle Zeilen an ihren Malik. Was du in diesem Jahr alles schon gelernt hast, ist so unglaublich. Wir sind unendlich glücklich, so einen fröhlichen, gesunden, tollen Sohn zu haben. Nach einem Jahr als Mama kann sich die Influencerin sogar vorstellen, mehr Kinder zu haben, die ihr und Ehemann Yassin ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Du hast uns als Familie komplett gemacht und gezeigt, was Liebe bedeutet. Bald irgendwann hoffentlich mit einem kleinen Geschwisterchen.